Mich ist alles hier scheiße, alles. Hier kannst du mit rauskommen. Guck mal, die Wolken gehen noch mehr weg. Vorhin waren so viele Schäfchenwolken im Himmel, jetzt sind sie alle weg. Hast du gesehen, wie die weggingen, die Schäfchenwolken? Wie sind sie weggegangen? Ja, wie sind die Schäfchenwolken weggegangen? Weggegangen, aufgelöst. Ich kann sehr richtig brutal werden. Sowas von Mama. Dass ich die. Da kommt ein Wanderfalke, oder? Ist es eine Elster oder Wanderfalke? Ach, Elster. Nervende Vögel. Du bist Mordrossel, greif doch die Elster an. Ich werde jeden fertig machen. Jeden. Mit Wörtern. Die reichen ja auch. Ja. Gewalt ist keine Lösung. Habe ich zu Araberfreunden Kumpels auch gesagt. Und der hat sich dafür bedankt. Ach, guck mal, da hinten brennt es. Wie schön. Bei den Kran da hinten. Wie schön. Hat da einer ein Feuerwehr gemacht? Ein Feuer gemacht? Wie schön. Weißt du, ich könnte jetzt auch vor Wut die Namen sagen, wo ich die Leute gerne Schuld geben möchte für den ganzen Scheiß hier. Aber leider darf ich ja nicht die Namen sagen, wo ich die Leute gerne Schuld geben möchte. Ich sage jetzt einfach Beschreibungen. Die gegenüber bei der 22, ne, 24 und 22. 22, 24 gebe ich jetzt die Schuld mit dem Wetter. Dann gebe ich den einen aus der Stadt mit den Zugaufnahmen die Schuld mit dem Wetter. Dann gebe ich jetzt die aus Altbühren Schuld mit dem Wetter allgemein. Dann gebe ich jetzt die aus Arnsberg und so und Schuld mit dem Wetter. Ja, ich kann auch mal sticheln und mobben, ja? Nicht nur andere Leute dürfen mich mobben, ich kann auch mal mobben. Und ich gebe auch mal die Leute hier aus Meschede, die, was weiß ich, die Schuld mit dem Wetter, die hier aus dem Haus kommen und so, gebe ich allen die Schuld mit dem Wetter. Was haben wir noch für Erzfeinde? Die aus Nehain gebe ich die Schuld mit dem Wetter. Was haben wir noch für Leute, für doofe, freche, blöde? Ne? Die aus Olsberg gebe ich Schuld mit dem Wetter. Was war noch? Ja, was noch? Was geht's noch für ein Ort? Aus Schüren, der Mobber bei YouTube, der Kommentar, gebe ich die Schuld mit dem Wetter. Ich gebe allen Leuten die Schuld mit dem Wetter. Alle hier. Hier in Deutschland wohnen, alle. Wusstest du, dass ich Geräusche machen kann, die Kindern Angst machen? Da unten sind so ein paar kleine Kinder, die kann ich gerne in Angst machen. Komm hier mit dem Hocker? Nee. Die haben jetzt gerade, guck mal, die haben jetzt gerade als erstes angefangen. Die haben schon die ganze Zeit über mich geredet mit dem Handy. Jetzt sag mal was zu denen bitte, zu den drei kleinen Mädchen. Komm, tu mir den Gefallen. Geh mal hin, Mama. Ich soll nichts sagen, ich halte Mama, mich nein. mal. Wir wehren uns ab, Mama. Ist unser gutes Recht. Ich Da auch nicht, unten sind die Mama. drei, Mama. Geh mal hin, Mama. Da sind die drei. Die sollen es mal sein lassen. Guckt euch mal selber an. Mobbt euch mal selber da unten. Da, die drei Mädchen da. Hey, wir machen nichts, Wir ja? machen nichts da unten, ihr drei Mädchen, Kinder, ja? Warte mal, ich kenne einen guten Streich. Ja.
Ab morgen gibt's ein Weltuntergangsgewitter mit Tornados. Ja. Ja, das ist richtig krass, Mama. Das ist richtig krass. So zeige ich es euch an. UF5 Tornado in Meschede mit Hagelskörner so groß wie Golfbälle. Oh, wie heftig wird das denn morgen, das Unwetter? Bestimmt gehen auch die Sirenen. Das. Das ist der Knaller. Noch was, wer mich als erstes mobbt, was mit dem Handy mit der Frau Aufnahme sagt, dann mobb ich zurück. Und ich habe mich nur bei den drei blöden Kindergartenmädchen, was es waren, diese Windelträger, Kackträger, was es sind, abgewehrt. Mein gutes Recht. Ja, nicht über mich herzuziehen, nur weil ich das mit dem Handy hier, den Himmel aufgebe. Einfach nur kein Verstand, die Leute. Über die Leute kann man lachen, die gehören einem Wiesen an der Klapse. Oh, die Klapse Eichelborn, Knastklinik Eichelborn, da gehören die drei Mädchen hin, da unten. Eichelborn, oder Marsberg oder Warstein, ja. Ich kann gleich 112 wählen und einen Psychologen anrufen Montag und das schildern. Ja, das mache ich. Ach, vorhin, da war noch ein vierjähriges Kind dabei mit einem Zopf, ja. Mit 4 Jahren tut man schon einen Mobben und sagen, Frau, Handy, Foto uns, macht von uns Fotos, Handy, Frau. Meinte, hat mich damit gemeint, eine 4-Jährige? Doch, die hat mich verstanden, da hätte sie mich auch nicht mitgemobbt. Die hat mich mitgemobbt, die hat mich verstanden, Mama. Und das mit ihren 4, 5 Jahren? Oder 6 Jahren? Die war noch kleiner als das kleinere Derksenkind. Noch kleiner war die als das kleinere Derksenkind. Kann kaum sprechen, aber kann schon mobben, das meinte ich. Hättest du nicht gedacht, ne? Nein, nein, das waren Russen aus der Nelkenstraße. Und die zwei Mädchen mit den braunen Haaren, die kannte ich nicht, das waren Russen. Und die kleine Blondhaarige war die Schwester. Da sage ich dir die Wahrheit, die beiden mit den braunen Haaren. Die haben die kleine Schwester mit dem blonden Haaren, das Baby, was es ist, oder Kleinkind, angeheuert mich zu mobben. Angeheuert mich zu mobben, Mama. Angestiftet mich zu mobben, Mama. Ja? Die zwei Geschwister, die dabei waren, mit den braunen Haaren. Die haben die ganz kleine, mit dem Pferdeschwanz, blondhaarige, angestiftet, angeheuert, engagiert mich, damit sie mich mobben soll, damit sie mich mobben. Damit sie über mich herziehen soll, damit sie über mich herziehen wegen meiner Aufnahmen, ja? Haben die beiden älteren Geschwister gemacht bei den kleinen blonden Haaren, bei der kleinen Schwester, ja? Wieso hast du dein Mädchen gesucht, Mama? Ich denke, du hast sie gefunden sofort. Wieso du dein Mädchen gesucht hattest auf dem Balkon? Ich denke, du hast sie sofort gefunden, Mama. Ach so, die sitzt wieder auf dem Balkon, ne? Aber sie können mich nicht sehen. Mir geht das mit allen scheiß Leuten hier auf die Nerven. Die Leute sind hier alle scheiße. Und in meinen Augen sind das auch scheiß Leute, die hier sind. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt nicht nur die Mobber gemeint, ich habe jetzt auch die normalen Leute gemeint, die scheiße sind. Die sind auch scheiße, frech zu uns. Und wir haben nichts gemacht. Kannst du mal deinen blöden Senf sein lassen, sonst schmier ich den Senf in dein Gesicht überall. Okay. Dann kriegen wir uns beide auch noch rum, wegen dem scheiß Kindern. Wegen den drei Kindergartenkindern, die waren, ja? Drei, zwei, eins. Uah!
Das hat gesessen. Richtig lustig. Der Streich ist so gut, obwohl April vorbei ist, ist der Streich richtig gelungen. Ja, ich bin ja ein großer King Kong-Fan. Was verlangt ihr? Trotz Leuten. King Kong ist mein Favorit. Mama, guck mal, der Himmel ist rot. Komm mal raus. Der Himmel flammiert. Feuer, es brennt am Himmel. Feuer kommt runter. Boah, das war lustig. Ultra lustig. Die Kinder hatten richtig Angst gehabt. Das war lustig. Und du, Maul. Maul zu, Maulwurf, ja? Hinten die Wolken sind auch schon pastellrot. Mhm. Hm. Pastellfarbenes Rot und Pastell. Ach, die haben was fallen lassen. Wasserpool habe ich gehört. Ne? Ne, Wasserbomben schmeißen die. Wasserbomben schmeißen, Wasserbomben, herrlich. Was ich komisch finde, es ist doch Schützenfest. Wieso höre ich auf der Schützenhalle keine Musik? Keine, wie nennt sich das, Kapellmusik aus der Schützenhalle da oben? Ja, auch nichts. Da wurde das nicht gehört. Ja, dann haben sie geübt. Dann ist erst nächste Woche Schützenfest. Nächstes Wochenende. Normal haben sie aber immer eine Nutler. Das weiß ich. Normal haben sie immer eine Nutler. Oh, nicht taube, macht's auch nicht mehr lange. Ausgesperrt sind die. Das ist lustig. Die sind ausgesperrt. Die sind ausgesperrt. Die Eltern sind die zu Hause. Das ist lustig. Ich finde das lustig. Man kriegt eine Grube, fällt selber ins Grab hinein. Fällt man selber da rein in die Grube. Man kriegt eine Grube, fällt selber hinein. Das ist witzig. Man kriegt eine Grube, fällt aber selber hinein. Herein.
Mann, ist das lustig. Die Kinder sind so dämlich, die Schweine beißen. Echt. Ja. Das ist richtig cool. Ausgesperrt. Tja, das ist Schicksal bei euch. Guck mal raus, die sitzen auf der Treppe, dann weißt du. Guck mal nach, dann weißt du es bitte. Auf der Treppe sitzen die rechts. Ich habe die gerade gemobbt, ey. Das war lustig, dass sie ausgesperrt worden sind. Immer recht, mit Recht, weil sie keinen Verstand haben, weil sie null Grips haben. Weil sie so dämlich sind, dass sie Schweine beißen. Ich frage mich mal, wo wäre ich? Das ist doch kein Arsch zu Hause gewesen. Ja, aber nicht bei uns hoffentlich, ne? Die Schelle ist aus. Ja, aber bei uns konnten sie nicht rein. Nein. Jetzt kennt ihr Zuschauer mein wahres Gesicht. Das ist mein wahres Gesicht. Und so bleibt es auch. Und das werde ich mit allen machen. Egal, ob es die Erwachsenen ausgesperrt worden sind oder an Rentner oder egal, ob es Behinderte ausgesperrt worden sind. Bin da so lustig. Wir sind ausgesperrt, das Kind geschieht. Auch wie so lustig, ey. Ich sag schon Kino mit den Kindern. Ja, sicher, die Kinder. Venus. Oben rechts ist die Venus. Siehst du sie? Ja. Der Punkt. Ist die Venus da oben.